Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Film möchte ich euch mal ein zweites Q&A liefern, denn ihr habt mir in der letzten Zeit wieder viele Fragen gestellt. Ich hätte mir natürlich zu Hause auch einfach nur wieder die weiße Wand aussuchen können im Studio und so, die übliche Atmosphäre, um das dort aufzunehmen. Aber erneut habe ich mir eine doch zugegebenermaßen etwas besondere Kulisse ausgesucht, nämlich diesmal eine Skyline. Hinter mir, das ist Macau, die Sonderverwaltungszone in China. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir doch auch gleich mal mit dem Q&A und der ersten Frage an. Warum warst du eigentlich nicht oben auf dem Dachgarten in Singapur? Erinnert ihr euch, dieses Gebäude mit diesen drei Pfeilern? Ich möchte diese Frage mal erweitern. Warum warst du noch nicht da und warum warst du noch nicht da, obgleich du in dem Land warst? Das ist ganz einfach. Jede Reise, die ich bisher gemacht habe, das waren sogenannte Ersttäter-Touren. Das heißt, ich habe die Highlights des Landes, meine Highlights, mitgenommen in meinem zur Verfügung stehenden Zeitplan. Ich war bis heute zum Beispiel zweimal in Australien, aber noch kein einziges Mal am Kings Canyon. Und ich glaube, es ist auch immer gut, wenn man sich noch mal ein bisschen was aufhebt, damit man irgendwann, falls man noch mal zurückkommt, noch mal einen Anlaufpunkt hat oder vielleicht sogar noch mal einen Grund hat, das Land zu bereisen. Eine Sache hätte ich dann noch in Singapur, habe ich zum Beispiel auch noch verpasst. Das kreide ich mir zum Beispiel persönlich an. Da gibt es so eine Statue von einem dicken Vogel. Das ist eigentlich das Sinnbild von Singapur überhaupt. Aber ich glaube auch immer, wenn es ganz besonders warm draußen ist, wie hier zum Beispiel auch, mir geht ganz kräftig die Kimme, dann kann es vor Ort natürlich auch mal sein, dass man Sachen im wahrsten Sinne des Wortes etwas verschwitzt. So war das zum Beispiel in diesem Fall. Für mich ganz besonders wichtig ist aber immer, die Ziele mitnehmen und über die man sich auf gar keinen Fall zu Hause ärgert, falls man sie nicht mitgenommen hat. Ist es zu erwarten, dass noch einmal etwas von Nordamerika kommt? Ich hoffe ja. Ich weiß bloß noch nicht, wann. Ich muss zugeben, ganz am Anfang, als ich angefangen habe mit dieser Fernreiserei, das war im Jahr 2007, da stand natürlich erstmal die USA in Fokus. Ein paar Filme aus den USA, generell Nordamerika, habt ihr ja auf meinem Kanal schon genießen dürfen. New York und Kalifornien und oben mit der Bereich mit Washington und auch Kanada, der Westteil. Ich habe noch einen Film auf der Platte zum Kanada-Ostteil im Übrigen, den müsste ich bloß nochmal aufarbeiten und vielleicht könnt ihr den irgendwann dann mal in der Folgezeit hier auf meinem Kanal beobachten. Also Leute, abonnieren, damit ihr es nicht verpasst. Ja, und in der Zwischenzeit, bis das soweit ist, möchte ich mir eigentlich erstmal noch ein bisschen andere Teile der Welt angucken. Die nächste Frage, in welches Land möchtest du denn auf jeden Fall gerne noch ein zweites Mal reisen? Das kann ich eigentlich mit Herzblut beantworten. Noch einmal Namibia, noch einmal die Südinsel von Neuseeland. Zwei Filme gibt es ja da schon von auf meinem Kanal und ich glaube, das sind beides Länder, die mir so ans Herz gewachsen sind. Ich gebe zu, Australien würde ganz sicherlich auch nochmal gehen und natürlich auch immer wieder die USA. Das sind so bisher so meine Favorites. Sehr oft wird mir die Frage gestellt, wie heißt denn bitte das Lied ab Minute 33, 45 oder 1498 oder wie auch immer. Ja, das ist so ein kleines Problem. Ich führe nicht unbedingt immer große Listen darüber, wie die Lieder alle heißen. Wohl aber findet ihr sie alle immer im Abspann und könnt sie zumindest über den Abspann vielleicht auch etwas besser identifizieren. Dann wurde mir noch die Frage gestellt, hast du eigentlich die drei Wochen in Neuseeland nicht geduscht? Das habe ich doch natürlich gemacht. Ich bin in Neuseeland ja auch ein paar Mal in ganz normalen Campingplätzen gewesen. Auch schon damals alleine aus dem Grunde, weil die Batterie für den Wohnbereich gelegentlich mal geladen werden musste. Die wurde nämlich während der Fahrt durch das sogenannte Trennrelais leider nicht die ganze Zeit geladen. Das heißt also, irgendwann brauchte man mal Strom von außen. Und natürlich auf Campingplätzen in Neuseeland hat man jede Menge sanitäre Einrichtungen. Und das heißt, man kann da also alle Vorzüge genießen. Für die Tage, wo ich tatsächlich dort wild gecampt habe, und das ist ja eigentlich auch eine der großen Vorzüge in Neuseeland, da habe ich natürlich einfach nur eine kleine Katzenwäsche gemacht oder sowas. Ich denke, das tut es dann auch. Dann wurde mir noch die Frage gestellt, kannst du uns denn bitte mal Preise einblenden? Das kann ich ganz schnell beantworten. Ich könnte, aber ich tue es nicht. Ganz einfach aus dem Grunde, ich versuche es zu vermeiden, Preise, also das konkrete Datum, oder auch irgendwelche Informationen einzublenden, die meiner Meinung nach den Film alt erscheinen lassen können, nach gewisser Zeit. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass ihr auch noch nach vielleicht 5 Jahren oder 10 Jahren meinen Film angucken könnt und der Meinung seid, Mensch, das war ja gerade erst gestern. Natürlich war es das nicht, das ist völlig klar. Aber Preise ändern sich auch das Datum, wenn man irgendwie jetzt Jahreszahlen einblendet oder sowas, das mag zwar für euch kurzfristig interessant sein, aber auf langefristige Gesicht, denke ich mal, ist es sehr wichtig, dass der Film möglichst eine lange, lange Aktualität besitzt. Und falls ihr denn irgendwann mal einen Preis oder irgendwas, eine Reise anhand meiner Filme vorbereiten möget, dann bitte ich euch doch, schaut doch mal im Internet nach, was eine Tankfüllung kostet, wofür man eine gute Mahlzeit bekommt und, also bemüht bitte einfach mal das gute alte Internet. So, das soll es für dieses kleine
kleine Q&A bereits auch schon wieder gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen und falls euch das Video gefallen hat, dann solltet ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen und auf jeden Fall solltet ihr nicht vergessen, diesen Kanal zu abonnieren und bitte klickt auch noch diese kleine Glocke an, damit ihr auch die entsprechende Benachrichtigung bekommt. Okay, ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen nochmal und ja, bis dann. Viele Grüße aus irgendeinem fernen Land.